Sag bloß, die wollen jetzt einen Querschnitt haben zu allen Fast and the Furious Filmen, weil damit machen sie wirklich die ganze Serie kaputt. Es gab Fast and Furious Tokyo Drift, das soll ganz gut gewesen sein. Oh ja, wie es scheint schon. Yeah, gib mir mal Gas. Wahrscheinlich habe ich nur einmal Nos, aber egal. Boah, man sieht halt die Straße null, ne? Und mich haut sich gleich schon wieder weg, ey. Boah, ey, ich sehe echt nicht, wie die Straße verläuft. Das ist echt beschissen gemacht. Einfach mal ein paar Leute wegrammen, das geht schon klar, denke ich. Weil das macht am meisten Spaß in dem Spiel, einfach die Leute zu bashen. Ach so, war das jetzt die erste Runde? Ah, jo. Ich bin Dritter. Wow, das war knapp. Wo sind die denn? Und es gibt ja auch irgendwie keine Zwischenbegrenzung, keine Ahnung. Wo man irgendwie crashen könnte oder so. Nee, switchen kann ich diesmal hier nicht. Yay, genau das wollte ich machen. Gib mal einmal ein bisschen Nos, ne? What the fuck? Ich war das irgendwie gewohnt von dem anderen. Der Typ hat nicht mehr viel Leben. Den mache ich fertig. Komm her, du kleiner Arsch. Alter, wie schnell ist denn der? Steht voll gar nicht in meinem Verhältnis, in dem Verhältnis zu mir. Wow. Jetzt bin ich plötzlich wieder vor ihm. Ich habe keinen Bock zu bremsen. So komme ich auch um die Kurven. So, voll gegen in den Verkehr gefahren, der Typ. So. Ach nee, das war jetzt die erste Runde. Ach, keine Ahnung. Sieht doch eh alles gleich aus. Alter, das war knapp. Ach, vielleicht kriege ich da immer Nos in den Checkpoints. Nein, oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ah, okay, ich hätte gedacht, schon vorbei wieder. Ist klar, als wenn die alle so nah hinter mir wären, ey. Und man sieht einfach nichts, das ist es ja. Neutralisiert, geht doch. Oh, ich bin Zweiter. Cool. Jetzt ist nur noch irgendeiner vor mir. Wo ich nicht weiß, wie weit der schon vorne ist. Aber ich fahre. Ja, Gott, wie heißt er denn im Film? Auf jeden Fall den FBI-Agent, also Paul Walker, der leider letztes Jahr, Ende des Jahres, verstorben ist. Durch einen tragischen Autounfall. Alter, was ist denn da los hier? Und ja, es ist sehr schade. Ich fand die Fast and Furious-Filme mit ihm eigentlich immer echt cool, weil er immer so das Gegenstück zu den
teilweise, naja, Vin Diesel ist zwar schon cool, aber er war immer das Gegenstück, was mir immer besser gefallen hat im Film. Deswegen, ja, ich weiß nicht, ob sie die Serie weitermachen. Also insgesamt, der siebte Teil ist ja schon fast fertig. Der kommt jetzt etwas früher raus. Ach, da unten steht die Renndistanz, oder? Wie lang noch? Oder what the fuck, wie ich es halt immer genau da durchschaffe. Ja, da unten zählt es runter, okay. Ich habe noch 2 Kilometer, um den einzuholen. Wenn ich mal wüsste, wo der wäre. Wahrscheinlich so am Ende ist dann so ein Showdown-mäßig irgendwie so, kann ich mir vorstellen. Oh yeah, Cops oder was? Natürlich, es geht nichts ohne Cops. So, jetzt. Ich schaue ehrlich gesagt echt mehr auf die Minimap da unten, weil ich da sehe, wie was läuft. Bestanden. Glück gehabt. Ohne dass die Bullen mich nerven konnten. Scheißegal mit den einzelnen Sternen, ey. Das Spiel ist eh so billo. Da brauche ich mich nicht extra auf die einzelnen Sachen zu konzentrieren. So, das verstehe ich auch nicht. Ladezeiten bei einem installierten Spiel. Das hat, ey, das hat so schnell installiert, das Spiel. Ich glaube, das hat keine 5 Minuten gedauert. Dann war es komplett installiert. So, jetzt sollen wir die abhängen. Können wir mal gucken. Dürften wir eigentlich hinkriegen. Hoffe ich mal. Da hast du dir mehr geschaltet, blöder Bulle. Tja, da warst du selber schuld, du dummer Bulle. Voll vor mir reingefahren, oder dann. Schätze, ich muss eine Zeit lang durchhalten und das war's dann. Bam, voll seitlich reiten. Ah. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Der steht da so schön. Wenn die genau immer auf der richtigen Höhe sind, ey. Boah, ficken. Verpisst euch. Ja, jetzt kommt Helikopter. Oh mein Gott, ich habe so Angst. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier fahre, ist mir aber auch scheißegal. Weil irgendwie kann die Karre nicht wirklich kaputt gehen, also. Und auch irgendwie der Gegenverkehr macht nicht wirklich viel. Der hält mich zwar auf, oder, aber wenn ich dagegen fahre, aber dann kann ich eigentlich immer weiterfahren. Das Auto ist nie so beschädigt, dass ich nicht mehr weiterfahren könnte. So. So, kann ich irgendwie den Heli ausschalten? Vielleicht, wahrscheinlich kommt dann so eine Rampe und ich kann, das ist voll so, ja, vorherbestimmt, dass ich da drauf fahren kann. Verpiss dich, Scheißbulle. Mit wem fahre ich hier eigentlich? Ich glaube, das ist mit diesem, oh Mann, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Oh, boah, ich bin mal kaputt gegangen. Hammer, dass das geht, hätte ich nicht gedacht. Neustart. Ich muss das Scheißrennen jetzt auch neu starten, ey. Nee, muss ich nicht. Glück gehabt. Wow. Okay, da muss ich halt ein bisschen. Warte mal, bevor das losgeht, dann mache ich es noch schnell so, dass ich mir die Helligkeit ein bisschen. Ah, nee, das geht ja nicht, oder? Hier? Nee, das geht hier nicht. Gameplay. Alter, ich kann hier nicht die Helligkeit einstellen. Oh, ihr seid doch scheiß Schwanzlutscher. Alter, ey, das ist doch so eine Scheiße. Überlebe, also nur überleben oder wie?
dann versuche ich halt doch jetzt mal etwas vorsichtiger zu fahren, also nicht dauernd irgendwo dran ecken. Und wenn die Bullen da sind, dann. Ah, fuck, das war ich jetzt selbst. Scheiße. Da machen wir mal Noss, auch wenn es nichts bringt, aber egal. Ich habe keinen Bock, mich da jetzt die ganze Zeit mit denen hier rumzuprügeln. So, ich freue mich wirklich schon auf den siebten Teil. Also, ja, mal schauen. Also ich hoffe nicht, dass sie es so machen, dass sie den Bruder von Paul Walker nehmen und dann sein Gesicht drauf retuschieren für die Szenen, die noch fehlen. Also das wäre richtig scheiße, fände ich. Weil es wird einfach nicht passen und deswegen alt. Okay, ich habe mir schon gedacht. Und ja, da, also ich hoffe, dass sie es nicht machen, sondern dass sie einfach trotzdem einen relativ guten Film, der vielleicht auch nur 80 Minuten oder wenn überhaupt so lang geht. Wow. Ach, da oben steht, läuft die Zeit runter. Da. Oh Mann. Yay, der ist kaputt. So, komm schon, noch nicht mal eine ganze Minute noch. Warum können die nicht vom Gegenverkehr geschrottet werden? Aber meine Karre raucht noch nicht, das ist cool. Nein, jetzt bin ich geschrottet. Ach, ficken. Ja, am Ende werden sie echt penetrant. Das ist echt scheiße. Ja. Neustart, ja, ich weiß. Oh Mann. Aber man kann die auch nicht richtig schrotten, die scheiß Karren, ey. Wenn man das jedes Mal so oft machen soll, dann kommen wir jetzt in dem First Play hier sozusagen nicht so weit. Oder weil ich spiele jetzt das Spiel nicht ganz durch, also, ja. Dann greife ich halt mal ein bisschen mehr an. Ja, und schrotte mich dabei selbst, geil. Ich muss eigentlich nur ganz langsam fahren. Weil die Zeit läuft ja runter. Der da vorne, den könnte ich gleich mal schrotten. Wenn ich das hinkriege. Und ich bin schon wieder so damaged, Alter. Der da vorne nervt. Den versuche ich. Oh, das wäre jetzt so eine Vorlage gewesen. So, jetzt versuche ich mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Weil die haben es alle irgendwie. Ich treffe den nicht. Scheiße. Ich hätte gedacht, das trifft den mehr, ey. So, den habe ich abgedrängelt. Das ging schon mal relativ gut.
Aber ich bin schon wieder übelst kaputt, ey. Wow, verpiss dich, scheiß Gegenverkehr. What the f... Ja, ey, wann krieg ich den denn endlich down? Ah, scheiß Gegenverkehr. Der hat mich jetzt schon zweimal ausgenockt. Nein. Wow. Wow. Alter, noch 50 Sekunden. Scheiß drauf. Noss raus. Weh, die bleiben an mir dran, ey. Natürlich bleiben sie an mir dran. Oh, meine Güte. Nein! Oh, fickt euch doch ins Knie, Alter, ey. Oh, ist das zu kotzen? Mann! Alter, das kann nicht sein. Zum wievielten Mal mache ich den Scheiß jetzt schon? Meine Fresse, ey. So schwer kann das nicht sein. Ach so, ich kann zwischen denen wechseln. Das ist ja geil. Das fällt mir gerade erst irgendwie auf. Naja, weil ich es im Rennen nicht machen konnte, aber hier kann ich es. Also. Muss aus dieser Position raus, ey. Jetzt haben sie sich selbst gegenseitig blockiert. So, wenn da jetzt gleich dann, Der ist das Problem. Der nervt mich, also und zwar richtig. Ah, okay. Was machst du denn? Du fährst zurück, du bist doch behindert! So, den hätten wir auch. Oh ja, ist klar. Nein! Oh, ist das behindert! Oh Gott, warum kriegt man das nicht hin, ey? Alter! Ja, meine Fresse, wir haben's mittlerweile kapiert. Thank you.
Ja, ich crash mich selbst. Warum wird auch immer so eine Lebensanzeige drüber angezeigt? Das ist doch so behindert. Du bist doch behindert. Der fährt zurück. Ich glaube, ich bin. Oh, es ist behindert. Es ist einfach behindert. Warum fährt der zurück? Ich verstehe es nicht. Ja, halt umschaltet auf mich und zurückfährt. Das ist so blanker, behinderter Schwachsinn, ey. Ich hoffe, ich fahre in die richtige Richtung. So, der wäre weg. Ich kann nicht umschalten. Jetzt kann ich umschalten. Halt, nein, 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 nein. Hä? Irgendwie ist das Auto, hat das total wenig Schaden. So kann man es auch austricksen, ey. Und zwar übelst. Weil die immer nur auf den gehen, wo der Spieler gerade drin sitzt. Fuck. Fast hätte ich sie alle rammen können. Aber nur fast. Das Spiel weist auch einen noch darauf hin. So, verpisst euch. Das überlebe ich noch, ey. Alter, geschafft. Das Spiel weist einen sogar noch darauf hin, dass wir auf den anderen wechseln sollen, weil dann die Bullen zu dumm sind dafür. Ey, das ist so... Alter, da schießen sie sich ins eigene Bein, weil sie wissen, dass die KI so dumm ist. Oh, ist das behindert. Es wäre genauso, als wenn du in den Elektroladen reingehst und die sagen, ha, nee, bei uns ist so teuer, kauf's doch lieber bei Amazon im Internet. Alter, ey, das ist... Boah, dämlich.